Thank you.
what do I think about heroes? Well, we've all seen them, haven't we? Swanning about the place with their disproportionately high cheekbones and comically massive weapons. Wanker. Roughing up bandits, because they like to rough up bandits, don't they? Living it up with the common folk every single night. On a day-to-day basis, I'd say the true hero is me, someone who's breaking new ground with fruit, with veg, on the agricultural side of things. Just look at them! Not wafting around mythical creatures. And that's what they are. Wafters. Yeah, well done. You see, I'm not here to slay legendary beasts. I'm here to conquer the vegetable, not a euphemism. Let's face it, the age of heroes is over. This is the age of innovation. This, if you will, is the age of death. One moment. This is awkward. Yeah. World premiere. I'm looking for a creature. Huge, sneaky. Teeth like knives. No? Well, hey, how about you guys? No? Nobody? Not helpful. Sneaky. At least, that's what I hear. The Empire? They're everywhere. But the world here belongs to the Syndicates.
I want to survive, I have to play their game. Looks like I'm all in. She's in here somewhere. On second thought, I'm out. There she is. Back my whole life. And now, I just need a chance to finally be free. Wherever that takes me. I'm here to offer you a way out, okay? Get off my ship, Jaylen. Give me a chance. You're gonna have to trust me. It'll be dangerous, risky. But if you pull this off, you'll never look over your shoulder again. The underworld shows no mercy. But it's a big galaxy out there, and I'm gonna risk it all. Wow, Fable, South of Midnight, Star Wars Outlaws. Welcome to our first ever double feature, the Xbox Game Showcase, followed by a deep dive into one of the most important RPGs ever made, Starfield. Gaming is the most powerful of all entertainment. It transports, it challenges, it connects us, and it's just incredibly and awesomely fun. That is why Team Xbox is committed to building the greatest place to play. By partnering with the most ambitious of game creators and by unleashing the power of the gaming community, enabling all of us to play the games we want with our friends anywhere, from mobile devices to PCs to consoles. The lineup we have for you today is just incredible. These are the works of the very greatest creative teams from around the world. We made this show for you, the largest, most engaged, and globally diverse fan base in Xbox history. You are the heart and soul of Xbox. Your passion drives us, and you are the inspiration for the visionaries whose games we showcase today. From me and all of the team at Xbox, thank you. This next game is from Thunder Lotus, the award-winning studio behind Spiritfarer, who've gone back to their combat roots with an amazing co-op raid-focused action game that is uniquely theirs. All right, everybody, it's time. World premiere. Thank you.
simple job. Just in and out. Nothing to it. Everybody hit the floor. People don't like you very much, do they? Sent here to the living lands by an emperor who couldn't bother to come himself. To investigate some plague that seems to be corrupting our very souls. You want us to trust you. But the truth is, you scare us. The way you fight. The power you wield. The secrets you keep. You're either here to save us, or destroy us. But now that you have all this power, what are you gonna do with it? Thank you.
Welcome to the Scum Bar, the most notorious tavern on Melee Island. Wall-to-wall rogues and scoundrels. So tell me, which ship is right for you? A big ship? A luxury ship? A ship with just a splash of je ne sais quoi? The legend of Monkey Island? You mean Governor Guybrush. But Freeport's not set foot out of that mansion for almost a year. Hey, what do you think you're doing? I told you, no autographs. Though I see you have a meet-and-greet ticket. And I guess it's not every day that you get to meet the mighty pirate Guybrush Threepwood, the legend of Monkey Island. LeChuck has turned the memories of this island into a prison for Guybrush. Well, well, what do we have here? You need these. Things may be very different from the sea of thieves you know. Hold on! World premiere. Hi, Melina here, speaking to you from our performance capture stage at Ninja Theory,
where we have just wrapped our shoots for Senua's Saga Hellblade 2. When we first showed gameplay for Hellblade 2, it was a look at some of the game's cinematic and immersive action, where Senua faced off against a gigantic troll on the Icelandic coastline. Today, we're taking you deeper into Senua's story, her personal quest, her unique perspective on the world, and the intimate journey that awaits you in Senua's Saga. What you'll see today is all captured by the team on Xbox Series X. She can feel them slipping through her soul, following the threads of her mind. She's here to find them, the ones who hide. She needs their help with a promise, a question. But it's never so simple, is it? Wisdom has a price. There's always a part of you that changes. A part of you that darkens. And a part of you that dies. Over there, that pool. I can feel them. You can feel them everywhere. Lost ones. They are watching us. You should never have come here. They can see us. What is going to happen? It's time to find out. How can we make it happen? It's time to find out. Why are they watching? It's time to find out. What are they waiting for? What are you waiting for? I'm here. There's someone here. Watching. More than one. I know you. Where are they? Where are you? What do they want? I don't like it. I'm scared. This is too much. Mad woman. Their eyes everywhere. I can feel them boring into her. Witch. What is she supposed to do? Do something. Oh, ask them. What do you want me to do? Him. Our soul fought through hell to find us. You were lost. Not anymore. Are you ready for what you will find here? What we will find? What if it's all for nothing? Let them down. She is ready. They know. Go. Who are these around you, Senua? Those you have saved, or those you led to death? Oh.
どこだここ。なんだよ、どうかしたか。Oh, surf's up, dude. Yeah, dude. Hang loose, bro. 俺がどうかしたのか。は？は？え？え？え？え？え？どうなってんだこりゃ。What a sight! A verdant wonderland of promise plucked from post-atomic blight. The fruit of years of prudent progress and determined reclamation, and 15 million dwellers worth of keen imagination. From the heart of West Virginia to the depths of the pit. Well, we owe it all to Vault 76. No matter if you roam alone or spend your time with friends, you'll find a home in Appalachia where the good times never end. There are relics to uncover from a time before the war, along with loads of friendly folks to meet and enemies galore. Our world is always changing. Greater foes are overthrown as we embark on expeditions into thrilling new unknowns. Yes, from Appalachian settlements to Nuka World on tour. You're never short on things to do or places to explore. Think you've seen it all, eh? Well, how about this? Pack your bags for an escape of Epicurean bliss. Put your rad shield on and fix your hair up pretty, because we're headed for the boardwalk of Atlantic City. So there you have it. Now you know, there's a million ways to make the wasteland your waste home. And when you hear adventure calling, when you're looking for some kicks, answer the call of Vault. Answer the call of Vault. Answer the call of Vault 76. Play it now with Xbox Game Pass. World premiere.
General Motors' historic commitment to performance is embodied in two of its iconic brands, Chevrolet and Cadillac. The V-Series.R elevates Cadillac's competitive spirit to a whole new level with its thunderous V8 and hybrid power. The legendary Corvette has been a celebrated champion for decades. The all-new Chevrolet Corvette E-Ray continues that tradition. General Motors is proud to usher in a new era of competition with the innovators behind the new Forza Motorsport. Forza Motorsport and General Motors are pairing their strengths in technical excellence and sophisticated modern design to take bold steps into the future and bring that experience to gamers. I'm thrilled to welcome the Cadillac V-Series.R and the Corvette E-Ray to the home of competition. I know you're ready. You've got this. Let's tweak the car's performance for the next one. I'm feeling the vibe, taking my time like deep in the maze, making my shine bright. Whoa, I gotta make it, I'm going sky high. Never hold back, right, 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 right. Then I'm rolling, fuck, fuck, was your best lap yet. This is my time, like. Unit 37. Toronto is under attack. By Null Sector. There's something different about Null Sector this time. They've taken over most of the city and they're rounding up Omnics.
They need our help. People are answering Winston's recall. There's new blood on the team. And we have so much to teach them. If we can stop Null Sector, maybe we can save the city. Coming through. Been a while, Vivian. As if I didn't have enough problems already. So we fly up there, smash through anything that gets in our way, and what's another business? I hate to interrupt the moment, but I'm picking up reports of more attacks in other cities. It's a fight they want. I say let's give it to them. Time to create peace with bullets. With me! Greetings. Oh, yeah! Boom! The world is counting on us. Let's go. Shall we do this together? Fight with me! Engaging. Watch this! I saw that. Not bad. World premiere. What is this place? It looks like we're in a palace. What the hell is going on? Who are these people? No idea. But if they're attacking us, our only choice is fighting back. Hey, look over there! Can you get us out of here? So you're telling me you're thieves who steal hearts, and you just happen to stumble into this world? The Rebel Corps will always help the Phantom Thieves, just as the Phantom Thieves have helped the Rebel Corps. Never forget that we're a united force who can rely on each other. You should be grateful to have been made my subjects, but you're just mannerless little brats! Unfortunately, returning will be no easy feat. Somewhere deep inside, I know you realize things can't go on like this. So, will you take a stand beside us? Yeah! Let's show them what we got! Humanity has always hunted for knowledge in the unknown. The wonder is, not that the field of stars is so vast, but that we have measured it. We're all here because we're committed to the biggest question of all. What's out there? You're part of Constellation now. Part of our family. We do not fully understand all that is at work here.
No finer group in the stars to be unraveling this mystery. I'll follow you from here on out, Captain. Grab jump is ready. I love this part. These artifacts could be everything we've been looking for. Another great secret the universe is asking us to unravel. Human settlements throughout the galaxy could be at risk. We are not stopping. Whatever lies at the end of this road will change humanity forever. This is where we belong.
Hi. I'm very excited to be returning as Johnny Silverhand in the upcoming expansion for Cyberpunk 2077, Phantom Liberty. This new adventure reunites Johnny and V on a dangerous spy mission and introduces Idris Elba as secret agent Solomon Reed. It's really amazing to share the screen with you, Idris. It's cool to be a part of this game with you, man. As a player, you'll get to visit Dogtown, an unexplored part of Night City, and rescue the President of the new United States of America. Expect a massive expansion, twists, secrets, and plenty of stuff to do. I know the team at CD Projekt Red just keeps raising the bar when it comes to telling cinematic stories in video games. And I really can't wait for you to play it on Xbox Series X and S. But enough talking. I'm guessing you want to see for yourself. And so it is my honor and pleasure to give you and introduce the official trailer for Phantom Liberty. Check it out. There's got to be a way out of this. Johnny, I'm dying. There's nothing can stop that. V. My name is Songbird. I'm an NUS intelligence analyst. I know about the bomb ticket in your head. And I can save your life. What's the catch? I need you to get to Dogtown. Attention all Dogtown residents. President managed to crash her Space Force One into our humble district. Man's got 1,001 reasons to want Myers as a hostage. Sleeper agents. Time to wake them up. So NUSA's tossing us back into the fray, huh? Stay sharp. We're in the wolf's den now. Get Myers out of there. Time to evac. Her safety is the top priority. Shit! They catch us out here, we're dead. Wait, hear that? God almighty, it's moving! Run! This way, quick! Someone ratted us out. You know, V, treason ain't ever black and white. It's a charade, V. Wherever she goes, people get hurt. Bodies drop. Just want what Songbird promised me. The cure. Situation has changed. You need to know if you're with me. Illusion of freedom draws in the desperate. Pick your truth, V. Come on. Got iron in your hand. Gotta put it to someone's head. Pull the trigger. Do anything and do it soon. I'll die.
僕を覚えてるか。国民の信託を最も集めし者が罪なる王となる資格を得るものとする。陛下のお命が奪われるなど。何時定めを課せられし子よ、憂いを抱える旅人。こいつら俺の凱旋者だ。果たして誰が次の王か。己自身に命じなさい。内なる英雄の姿に変われと。真の王を志すならば打ち勝ってみせよ。僕のいる世界の出来事は君にとっては絵空の子。まさか人間。この国は今有史以来の危機にさらされている。どうやら面白い力を手にしたようだ。主君に捧げると決めた覚悟そのものだ。これこそ人間の真実だ。道は二つに一つ。また会ったね。やはり君は興味深い。今こそあんた自身がそうなる番よ。正義かどうかじゃない。誰もが恐れと不安に負けそうで。理想を貫け。何が正しいのかわからない。全ての始まりはあなたの持つ小説。幻想はただの絵空事なんかじゃない。Humanity's cities have fallen. Our people's only means of survival is to seek sanctuary here, in the Belfry. You must explore this world to find the origins of this evil. And bring hope back to our people. Together, you can save humanity. World Premiere.
Und da sind wir noch einmal. Das letzte Mal diese Woche zum Xbox Game Showcase Extended. Heute nur zu zweit, aber nicht minder schlechter, würde ich sagen. Nicht minder schlechter, nein. Hab nur kurz was zu trinken eingekippt. Das darfst du. Was zu trinken darfst du. Trinken darfst du. Moment, ich muss mal hier kurz, wo ist denn hier? Ja. Der Ton vom Stream war noch aus. So. Ui, ui, ui. Kommen jetzt die Blockbuster, die ganzen, die wir verpasst haben? Alle, alle Blockbuster, die wir vorher nicht bekommen haben. Aber ich tatsächlich, ich vermute, dass man, dass sie Age of Empires 4 für die Konsole, glaube ich, zeigen werden. Oh, das Intro, ist schon wieder nett. Ein bisschen Pixelbrei, aber es liegt wohl am Stream. Ja, am 6er noch ein cooles Intro designt. Nett. Oh Gott. Ich habe übrigens persönlich den anderen Stream laufen. Ja, das heißt, du... Ich hoffe, euch wird jetzt nicht auch Werbung für Gummimatten eingeblendet. Nee, ja, das ist tatsächlich bei Twitch ist das halt blöd, dass da immer noch die Banner da unten hochkommen. Das ist ja Gott sei Dank... YouTube hat das nämlich abgeschafft. Die haben diese Werbemittel gibt es nämlich nicht mehr. Das hat, ich glaube, seit einem Monat. Was mir übrigens aufgefallen ist, weil ich, das ist ja auch im Nachgang, das ist mir gerade im Stream bei dem Xbox Showcase gar nicht aufgefallen, dass ja quasi der Flight Simulator ja ab nächstes Jahr zu Flight Simulator 2024 heißt. Wow! Also das war auch in dem Logo, in dem Trailer zu sehen, okay. Das ist mir in dem Moment auch gar nicht aufgefallen. Ich hätte, okay, krass. Weil... Oh fuck, sorry, dass ich das so sage, aber dann heißt es ja, dass es ja wieder ein Vollpreistitel wird. Nee, es wird ein kostenloses Update geben. Also es wird einfach nur umbenannt, okay. Quasi. Also wer es jetzt gekauft hat, der kriegt die Inhalte dann trotzdem. Okay. Aber es wird dann quasi als Flight Simulator 2024 vermarktet. Vielleicht gibt es nochmal eine extra physische Version, falls du das nochmal ins Regal stellen möchtest mit den neuen Inhalten, obwohl das ja eh scheißegal ist. Weil da hatte Phil Spencer in dem Giant Bomb Interview auch gesagt, weil das auch zur Sprache kam, dass sie sich halt überlegt hatten, wie sie das nennen sollten. Und aufgrund, weil das so viele Inhalte bekommt und so weiter, hatten sich dazu entschieden, halt irgendwie dann auf 2024 zu gehen. Welcome to the Xbox Game Showcase Extended. My name is Tina Amini and I'm here to dive a little bit more into the games you saw at our recent Xbox Game Showcase. Wow. Showcase featured 27 ambitious games, all coming to Xbox. Meine Stimme ist nicht synchron mit der Lippenbewegung. Ist das bei dir der Fall? Fable from Playground Games. And from our partners, ja gut, ich sehe dich ja eh nicht synchron. Nein, ich meinte bei deinem Stream, wenn du jetzt... Du hörst ja sprechen, die Moderatorin. Ist das synchron für dich? Also sieht das synchron für dich aus mit dem? Ach so, du meinst sie? Ja, das sieht für mich synchron aus. Okay, bei mir nicht. Also auf Twitch kannst du, es hängt dann so ein bisschen nach. Ich vermisse bei Microsoft das Mixer. Ja, das 4K Streaming. Will tell us more about a program to bring games from underrepresented developers with unique visions. Oh wow! Dafür kannst du bei Twitch mit 1087 Vivas 1078p streamen. Dieser Stream ist tatsächlich 1080. Phantom Liberty. Weiß ich auch nicht, was das war. Hello everyone. I'm really excited to welcome you to this exclusive Xbox store over Black Market, one of the locations in Dogtown that you are going to be able to explore in Cyberpunk 2077 Phantom Liberty. As you can see, Dogtown welcomes you with an open arms. To tame? This is Black Market. Sieht auf jeden Fall auch für den Performance-Mode noch sehr, sehr gut aus. Unique cyberware and weapons
things that you cannot find anywhere in this world. Dogtown is a part of Night City, but has its own very distinct look and vibe. It's oh, das ist wie so ein Tattoo-Monster. NCPD, du hast ein Tattoo und kannst nicht mehr aufhören. Eccentrics and dangerous characters. Radical mods, Jim. Never seen anything like that on a Maelstromer. What do you mean this? Ain't seen nothing yet. Wow. Irgendwann werden wir auch mal so weit sein. We have put a lot of work into making the world feel more alive. Würde ich mir einen großen USB-Stick in die Hose bauen. Secrets to find, Easter eggs. Powerbank. Aber diese, ich liebe diese Umgebung, die die da geschaffen haben, ne? Das sieht so richtig so dystopisch aus und einfach geil, ey. In Dogtown, I keep your business safe as long as you abide by my rules. A really nice guy, as you can see. Sale. Leg ihm die Arme rum. Also is a place where you can find new illegal weapons and goods. They are some of the most powerful items in the world. Ja, stand ja gerade so Sale und lange vor so einer ganzen Kiste Arme zum Mitnehmen drin. Das sehe ich jetzt erst. Ach so. Ich bin, glaube ich, 10 Sekunden hinter. Ja. Deliver more thrilling gameplay experience. Aber Sale ist halt lustig, ne? Die ganzen Arme in so einer Box. Or change your appearance to lose the heat. The Borgest is the authorities of Dogtown, and they are more dangerous than NCPD. When you as a player commit crimes in Dogtown, they are the guys who are going to kill you. Wechsel ich mal eben hier auf Twitch. Aber ein sehr, sehr schöner DLC, muss man sagen. Also das ist schon echt krass. Wo ist jetzt hier der Ton? Okay, jetzt ist das mal auch synchron. Komisch. Fact. We're here with the voice and stylings of Johnny Silverhand, Keanu Reeves himself. Welcome. Thank you. It's a pleasure to be here. Likewise. Well, Phantom Liberty introduces us to an entirely new location in Night City. It's called Dogtown. It's this devastated place. It's controlled by a militia. But I think you know more about it than I do. So how would you describe it to players? Night City has its own kind of levels to it. And I think Dogtown is kind of going down to a darker place. Aha. Ja, deswegen heißt es ja auch Dogtown. It has a tension to it and this undercurrent of kind of violence. Ja, ich glaube, er wollte damit auch hinaus, dass es eigentlich noch mal eine Ebene tiefer als der normale Schwarzmarkt ist. Also, shit's gone down. Ach, irgendwie lustig. In Dogtown. Oh, I like that tagline. Yeah, and it's just, you know, I mean, hopefully it'll be fun for people to play there. It's hard to believe that there's an underbelly to the underbelly. Er hat immer so eine merkwürdige Art zu reden, aber es ist immer irgendwie sympathisch. No, it's a good way. I mean, we're all kind of drawn to, we're all moths to the flame, aren't we? And there's a lot of flame in Dogtown. Well, if anyone can take it on, it's V. So that certainly gives me the confidence. Yeah, V's a survivor. Exactly. Oh, yeah. You know? And we just saw a tour of Dogtown too, so we got a little bit of that ambiance, and we can see what the environment is like. People are getting beat up. It's not good. It's It's not the friendliest place to be. You gotta be prepared for it, truly. Yeah. But in our tour, we also hear a recording from a Colonel Kurt Hansen. Who's this guy? Because he seems pretty dangerous too. Yeah, that guy. No, I'm sorry. I can't say that. My inner Johnny came out. I think that's good. You know, we know the tone now. Yeah. Wo ich mir jetzt erstmal eine Powerbank für 149,99. Ruthless, power hungry. Was? Manipulative. Ja, aber gerade ich hatte jetzt gerade auch eine Werbeanzeige. I could see that. It's, I mean, Night City in general is the kind of place that breeds that kind of character.
Yeah. Let's take a step back. Let's talk about Johnny as a person instead of this horrible person known as Colonel Kurt Hansen. I don't know about this guy, but people like Johnny. And I think it's interesting because we know him to be opinionated. He's radical. We've seen that in Cyberpunk 2077 in the Man campaign. But as we get to know him, he's got a sensitive side too. He can actually be quite caring. That's what makes it so much fun. He is outspoken. He is a little grumpy. And he has a right to be. He's been used, he's been abused, he's been abandoned. And I think that through that kind of hardness of his outside, there is a vulnerability to him. And I think what's great about it is I get to play that character in so many different ways, and so the range of it is cool. And especially for the player, you get to see these moments in flashbacks. You start to understand he's a product of his upbringing, truly, of his surrounding. Well, let's not get carried away. I mean, we could start talking about nature and nurture. Mm-hmm. I'm sorry, I keep dropping into Johnny. But, lustig, dass er die Rolle nicht ablegen kann. I like his passion. I like what he stands for. He's really just looking for a fair shot, and I love that he's kind of going. Also bis zum DLC werde ich es nicht mehr schaffen, dass ich noch in die Jacke reinpasse, die ich geschenkt bekommen habe. Die hängt bei mir auch noch im Schrank. There's all these moments war echt with cool, Johnny, also, habe ich doch schon wieder Lust drauf. Thing, you know, really ja, das ist bei mir auch so. Also ich will auf jeden Fall, das muss ich auf jeden Fall nochmal nachholen. Gut, ich werde es auch wahrscheinlich nicht zum Release von dem DLC schaffen, oder, aber ich glaube, wir sind mittlerweile an einem Punkt, wo wir dort ohne Bedenken trotz nachträglich nach den anfänglichen Schwierigkeiten da doch nochmal mit Spaß einsteigen können. The sense of being used, abused, you know, it's in the title, right? They're fighting for a liberty. You know, Solomon's kind of trying to reclaim his life, you know, and Johnny's doing the same thing. You know, it's Cyberpunk 2077, so it might start off as revenge, and it might end as revenge, but I think sometimes he feels like he's lashing out at the wind. You know, and I think Solomon has been living out in the kind of the desert of his life, right? Mm. Kind of hiding and harboring. Yeah. But I think he also has that kind of soft and hard side to him as well. So as somebody who's very familiar with thrillers, because you've starred in a few, what do you think about Phantom Liberty makes for a good spy thriller in particular? The quest to understand what's going on, so and the kind of scavenger hunt of information, the mystery, the double crossing, what is true, what's fiction, what can you count on, you can't count on anything, that is really kind of amplified. Boah, das Universum ist wirklich, wenn man es so nachher betrachtet, ist wirklich mega krank, ne? Also mega gut gemacht. Ja. Nein, Crisco, du hast nichts verpasst. Es hat ja gerade erst angefangen. Noch nicht. Die großen Ankündigungen kommen noch. Heftig. Oh, mach mal bitte. Well, there's a lot of ways you could do that. But, Tina? Pleasure to meet you. Oh, is that how Johnny would do it? Yeah. Oh, thank you, Johnny. Nice to see you. Such a pleasure to have you. I thought you were going to kick down the camera or something, so. No, you see, he's respectful, you know. You're a good egg. Oh, thank you. You too. Yeah. And I'll see you out there again soon. Cool. Sehr gut, ey. Boah, so instabil ist das, ey. Ach. Hier, das mit den. Gibt's dann die. Kommt denn DLC jetzt? Das wäre geil. Hast du es so weit gespielt? Ich hab's durch, ja. Ernsthaft jetzt? Ja. Krass. Also, so lange okay, ist es jetzt auch nicht gewesen. Aber das scheint ja jetzt hier mehr horrortechnisch hier irgendwie. Oh, I'm so sorry for dragging you all into this. Ion Knife. Ach so, geht's dann primär um den. Okay.
Geil. Nein, ich habe irgendwann aufgehört, aber das lag nicht am Spiel, aber an der Zeit. Ich fand es auch mega gut mit der Waffe. Hast echt mega Lust. Ja, ist mal was anderes. Also sowas hatten wir noch nie gehabt. Klar, man muss den Humor dann auch mögen und manche, die jetzt vielleicht jetzt nicht so... Also es ist ja auch nicht deutsch synchronisiert, ne? Kann natürlich sein, dass das viele auch abschreckt, die jetzt dann da nicht so mitkommen. It will swallow you whole. In the shadow. I'm in a race against this darkness. Ach, okay, rundenbasiert. Bei rundenbasiert bin ich raus. Oder es kommt bis aufs Spiel an, also doch, glaube ich schon. Ja. Okay, das sah gerade kurz wieder aus. Okay. Wegen Enemy-Phase und so, ich glaube schon. Aber XCOM oder so ist auch recht zugänglich. Ich mag auch diese Hardcore-Dinger nicht, aber... Tactics hat dir doch auch Spaß gemacht, oder? Ja, also ich habe es nicht durchgespielt. Ich habe es auch nur irgendwie, ich habe nur 4 Missionen gespielt oder so. Also ich konnte das jetzt auch nicht, auch als Gears-Fan da jetzt nicht an der Stange halten, deswegen unbedingt. Also ich, okay. So rundenbasiert, das ist echt schwierig bei mir. Vielleicht wird das im Alter, wird das vielleicht ein bisschen mehr kommen, dass man einem gefällt, weil man halt nicht so, ja, Zeit hat zu reagieren. Und das. Ach ja, bla bla, ey. Ich glaube, entweder du magst es oder magst es nicht, also... Ich bin auch nicht damit aufgewachsen. Meine Cousins aber zum Beispiel. Und die finden rundenbasiert auch mal ganz gut, gerade wenn es ums Kriegsszenario geht. Deswegen, ich bin jetzt auch nicht so der, ne? Aber so ab und zu so ein Kontrast... XCOM 2, muss man geil. Also wenn das nicht so zu Hardcore ist, weißt du, was ich meine? So dieses, dass du dich da irgendwie komplett erstmal... reinfuchsen muss, hier so Samurai zum Beispiel, Shogun und so von Sega war das, glaube ich, oder? Wie hieß das denn nochmal? Dieses Strategiespiel. Ja, das ist absolut nicht meins. Das ist zu Hardcore einfach für mich. Sicherlich ein sehr, sehr geiles Spiel, aber es ist für mich einfach zu weit Hardcore. Ja, also ich meine, das ist ja genauso mit den ganzen Paradox-Spielen. Die sind ja auch sehr Hardcore und da musst du dich auch reinfuchsen und da... Das lebst du dann halt auch, ne? Aber ja, wie du schon sagtest, Total War, ich meine, grundsätzlich, da gibt es ja auch, jetzt kommt ja sogar Neues raus, Pharao. Vom Setting finde ich das zum Beispiel dann ziemlich cool, weil ich jetzt auch so das ganze Mittelalter und so, das ist jetzt auch nicht so meins. Aber die hatten ja auch schon mal ein Total War Warhammer gemacht. Aber das ist dann halt so wieder, ja, du musst dich ja da echt, das ist halt nicht einfach nur so ein normales Strategiespiel, ne? Ja, genau. Das ist ja... Oder Cities of Skylines oder so. Also wenn es darum geht, erstmal gedanklich ein ganzes Ökosystem aufzubauen mit Politik und Straßen und Geld einnehmen und Steuern und so, da bin ich schon raus direkt, habe ich keinen Bock. Ach ja, gut, bei Cities geht das ja eigentlich noch. Oder gut, das habe ich auch noch eine lange Weile gespielt, sogar halt auch auf der Konsole. Okay, aber vielleicht falsches Beispiel, vielleicht habe ich das auch zu sehr intensiv wahrgenommen, was gar nicht ist, aber so Transport Fieber oder sowas, weißt du? So. Ja, gut, ich glaube, so umso nischiger irgendwie so ein Thema wird, umso komplexer wird das halt oft und das spricht dann halt auch primär dann... Ja, keine Ahnung, wenn du jetzt hier den U-Bahn-Simulator hast oder so, ja. Das sind halt alles so, da musst du halt auch wirklich mit Leidenschaft irgendwie drin sein. Ja. Also kind of conveying, well, he's straight up saying that he's afraid of you and your abilities. Mm-hmm. But it's not like the heroes are the only powerful beings in this universe. So I'm curious what that means for who we are as the player character. Are we a watch? Ich muss schon wieder sofort, als ich den Anfang von Trailer sehe, an Assassin's Creed denken. Das sieht direkt am Anfang exakt so aus. Ich glaube, die haben das auch bestimmt bewusst so gemacht. Vielleicht, ja. Ach, Twitch, ey, mit der ganzen Bannerwerbung hier. Wenn ihr es seht, da können wir nichts hören. Ja, muss er wahrscheinlich,
Nee, man kann das, glaube ich, nicht. Bei YouTube, gut, hast ja YouTube Premium, da kriegst du halt die ganze Werbung weg. Aber bei Twitch, dass halt komplett die ganze Werbung weg ist. Da stand oben irgendwas mit Werbung ausblenden. Da musst du auf Twitch Turbo abonnieren für 11,99. Wow. Super. Ja gut, immerhin sind sie unter YouTube vom Preis, aber... Ja, aber ich sehe da mehr Mehrwert bei YouTube. Da muss ich sagen, ich hab mir ja auch jetzt YouTube Premium gönnt für ein Jahr, für einen Schmarrntaler. Ja, so super. Ja. Das gibt ja da auch Möglichkeiten, halt über andere Länder und wenn man dann so für einen Monatsbetrag so ein komplettes Jahr bekommt, dann kann man sich das schon mal gönnen. Ja, ja gut, klar, wenn das VPN-mäßig und so geht, okay. Was ist denn eigentlich mit Twitch und Turbo? Ich meine, der Name, ne? Du willst Werbung ausblenden? Abonniere Twitch Turbo. Was ist denn daran Turbo? Der wird es ja auch noch wahrscheinlich noch ein paar mehr Turbo-Inhalte geben. Mir reicht das Amazon Prime Gedöns, wobei ich da auch die Vorteile, die nutze ich daher auch nicht wirklich. Auch wenn du da ja auch monatlich Spiele und so weiter bekommst, aber vor allem, wenn dann Dings kommt, wenn dann bald Amazon inklusive Mobilfunkvertrag kommt. Machen die gerade Amerika mit, exklusiv mit Telekom. Was? Gibt es ja eigentlich kaum etwas, wo sie nicht schon irgendwie drin sind. Das ist so gut für dich. Haben sie den gesamten Surfverlauf auch noch. Ja gut, ich meine, klar, es ist natürlich attraktiv, wenn es, sagen wir mal, es kommt nach Deutschland, dass es heißt, okay, du kriegst jetzt eine SIM-Karte irgendwie noch dazu. Ja. Die hat irgendwie vielleicht am besten sogar noch unbegrenztes Datenvolumen. Ja, auf jeden Fall gratis für Amazon Prime Music und so komplett. Das ist, glaube ich, nicht reingerechnet. First Descendant는 Unreal Engine 5를 사용한 차세대 3인칭 루터 슈터. 야, 루터 슈터. 시리즈 XOS, 엑스박스 1을 포함해 콘솔과 PC 크로스플레이가 가능하고. Oh, das hat so irgendwie so Vanquish-Vibes zu teilen. Ja, so ein bisschen. Aber bei Vanquish, da fehlt mir so ein bisschen mehr die Slide-Effekte, ne? So dieses Dashen und so. Ja, also auch nur jetzt hier, wenn ihr hier diesen Max-Suit, das andere, das war, dann ging schon wieder in eine andere Richtung, aber... Aber das Charakterdesign war gut, ne? Also das Charakterdesign sah echt gut aus gerade. Also ich finde es jetzt generell sehr, sehr ansprechend und... Gut, klar, es ist ein Looter-Shooter, ne? Da weiß man halt, was man bekommt. Aber im Koop oder so macht das bestimmt Laune. Unreal Engine 5를 활용한 높은 퀄리티의 그래픽이 안정적으로 돌아가도록 auch abwechslungsreiche Gebiete. Wobei teilweise manche Gebiete da so ein bisschen Standard nach Unreal Engine Asset Store aussieht. 장을 이용한 방어 능력과 비행 스킬을 지닌 새로운 캐릭터도 개발하고 있습니다. 플레이어분들이 더 많은 탐험을 하면서 가장 aufgefallen. 야, gerade so die Außenareale mit den Felsen und so weiter. 그리고 많은 분들이 요청하셨던 코스메틱 시스템도 도입 중에 있는데요. 캐릭터들마다 다양한 Charakterdesign ist eigentlich ganz nett geworden, echt, muss ich sagen. Wir waren gerade schon wieder Bunny Ohren. Das ist schon so wie so ein bisschen abgedreht, muss er auch schon sein. 변경된 그래픽 용군 조작에 따른 회전과 이동 시 가속 감속을 지원하여 The purpose is auch schon umgesetzt. 훨씬 더 증대하였습니다. 이 밖에도 피드백을 반영하여 에? Ist das eine Hauptwaffe? Achso, ich dachte schon. Aber so mit so einem Grapple Hook, da, das macht er immer fun, sich durchs Level insofern zu bewegen. Krass. Diese übermächtig großen Gegner, die noch nicht so ganz suspekt sind, so ein bisschen irgendwie.
Suspekt? Würdest du dir nicht deine PIN-Nummer fürs Konto anvertrauen? Ja, ich weiß nicht. Beta-Test im August. Okay. Das ist ja August. Ist das die Gamescom-Woche, ne? Ja. Ja. Sorry, das geht aber nicht. Da bin ich auf der Gamescom. Da kann ich nicht. Dreimal gleich. Oh, Nexon. Ah. Oh, ich sag dir, also der Laden, der wird langsam. Mhm. Ach, das ist der. Ich hab den Namen schon wieder vergessen. Das hatten wir gestern gesehen. Ja. Ich denke mal auch noch ein Jahr oder zwei, ey, dann wird Nexon schon überall bekannt sein. Was haben die noch im Portfolio? Weißt du, woher ich die damals kannte? Ich glaube, die hatten das kaum oder nicht lange erschienene Strategiespiel von Titanfall 1 umgesetzt für die Mobile-Version. Ach so, das war von denen. Okay. Unter anderem. Und später jetzt machen die ganz viele Loot-Shooter hier, so Free-to-Play-Shooter, die aber von der Qualität her ganz gut sind. Nexon hatte, glaube ich, sogar letztes Jahr eine eigene Streaming-Veranstaltung. Ach, von denen ist auch, ich habe mal geguckt, Cut Rider Drift ist von denen auch. Okay. Blue Archive. Counter-Strike Nexon Studio. Okay. Ja. Anders, aber... Ich hatte mir das APK damals noch irgendwo runtergeladen, damit ich es auf dem Rechner zocken konnte. Von Titanfall 1. Sie haben sogar einen eigenen Launch, haben sie auch. Ja, ich schwöre, das dauert nicht mehr lange. Die werden groß werden. Trotz Free-to-Play. Teilweise. Humanity is clinging to hope and clinging to this tower. It is your mission to try to hold the force of darkness at bay, to give humanity a chance at survival. The most important thing about the gameplay is just, it's just fun. And it kind of just amplified its fun the moment you have another player. All of the players can build a world. Generell, gerade so die Location dort, wo sie dort waren, das sah sehr, sehr chillig aus. Ich weiß nicht, ob das jetzt das Studio ist, aber da würde ich ansonsten dann auch gerne arbeiten wollen. Das stimmt, es gibt tatsächlich nicht mehr im Vergleich zu früher so viele Couch-Coop-Games. Na gut, das andere Problem ist, dass man auch heutzutage selten noch Leute zu sich einlädt. Oder einladen möchte. Hört. Oh nee, der frisst mir wieder die Pizza weg, den will ich hier nicht. Ja. Also wenn du Nachbar wärst, wäre ich öfter bei dir oder du bei mir. Ja gut, wahrscheinlich, ja, klar. Ist daneben noch frei? Ansonsten sorgen wir dafür. Können wir wenigstens direkt streamen? Ich schmeiß das Netzwerkkabel einfach rüber, das 50 Meter. Ach, das Insider-Programm startet heute schon. Ist ja die Frage, kriegt man sofort heute dann auch schon Zugriff? Oh, das ist ja furchtbar. Two new public events. Ich habe gerade gar keinen Plan, was das sein soll. Das ist nicht hier dieser. Oh. Ach. Okay. Hä? Okay. Ja gut, da kann ich ja auch nicht wirklich viel zu sagen. Also ich hab's ja... Ich glaube, ich hab's mal gestartet. Also, und das war's. Also mein Spiel sind leider auch nicht. Kann ich nichts zu sagen, ne? Ja gut, ein Fallout 76 hat mir... Ich bin ja auch in meinen... Ja, so mehr in Richtung Singleplayer. Und da ist ein neues Fallout 5 oder wenn jetzt vielleicht ein New Vegas 2 kommt oder so... Ja, gerne, aber ich mag keine Menschen. Okay.
Aber gut, man muss ihn zugute halten. Sie haben ja den Ruder nochmal rumgerissen, ne? Der Launch, der war ja recht. Genau, so kann man es sagen. Und da gab es ja mittlerweile schon sehr, sehr viele Content-Updates, also. Oder hätte ich Buggy sagen sollen? Ich weiß nicht. Welcher Buggy? Ob der Release Buggy oder turbulent war, was hätte ich jetzt besser sagen sollen? Hm. Buggy Bug. Ja. Würde mich freuen, aber es muss seine Community haben, ne? Ja, bestimmt. Auch wenn es vielleicht jetzt nicht die große Spielerbase hat, die sie behalten hätten können, wenn das alles besser gelaufen wäre. So ein Fallout Shelter 2 könnten sie nur ankündigen. Da wäre ich dann auch wieder dabei. Hm. Ach, das ist. Ach, ja, genau. Atlantic City, da hatten wir ja was in dem Showcase so gesehen. Das ist ja nochmal ein anderer. High Free Rush, ne? Ja. Der Shadow Drop. Ja, Shame on Me muss ich auch nochmal nachholen. Ja, ich nicht. Aber mach mal. Also müssen tue ich es natürlich nicht, aber ich habe da schon Bock drauf. Gerade die Mechanik mit der Musik, so rhythmusbasiert, das. Also für Techno Rush oder House Rush hätte ich mir überzeugen können, aber Hi-Fi und Rock, ey. Na, Techno weiß ich nicht. Ja. Sag schnell. Drum Bass oder halt dieses. Crisco schreibt gerade, Hi-Fi Rush ist das Game of the Year der kleineren Titel. Also sag nichts Falsches. Ja. Aber das sieht aber auch sehr geil aus. Da musst du da auch schon mal zugestehen. Das ist ja, so sieht ja auch. Erinnert mich so ein bisschen an so eine Mischung aus Sunset Overdrive, wegen der Farbvielfalt und so ein bisschen Tales of the Borderlands, also Borderlands-Look, weißt du, so dieses. Gerade diejenigen, die irgendwie damals Jet Set Radio gemocht haben, vom Stil aus her, die werden damit auf jeden Fall abgeholt. They have to be in there. Yeah. It feels it's style. It's a style thing. Well, Hi-Fi Rush is such a stylish game in general. I think that's one of the things that people really excitedly pointed out when we shadow dropped the game in the developer direct earlier this eigentlich year. Eigentlich hätte, na gut, nee, das hätte ja so nicht funktioniert direkt mit Publikum. Aber eigentlich hätte Microsoft Ubisoft ihr Studio geben sollen. Besser als dieses, keine Ahnung, das wirkt auch irgendwie so, als wenn das bei Ubisoft irgendwie unter so einer Brücke stattgefunden hat. Und mir ist im Nachgang auch erst aufgefallen, und ich dachte, das lag am Stream, das lag nicht am Stream, irgendwie, wo sie das Publikum gezeigt haben, da war die Kamera einfach unscharf eingestellt. Aber das war auch nicht 100%ig überall. Das ist mir auch einmal, das war so in einem Moment, so, ich weiß nicht, so 10, 12 Sekunden so, ne, in den Dreh. Meine ich auch. Ja, das war primär, glaube ich, auch eine bestimmte Kamera. Da scheint irgendwie, haben sie den Fokus irgendwie, weiß ich auch nicht. War ziemlich warm auf der Bühne. Higher speeds than we've ever done in the main game. And the other is called Power Up Tower Up, which is a new sort of randomized spin on the rhythm tower mode that we had in the original game. And included in this mode are 5 new original songs to play to, as well as 2 brand new enemies. And then there's special attacks and this whole meta system for unlocking upgrades and rewards. And that's all I can think of right now. I love that there's so much to unpack there, but let's rewind. Let's talk about just BPM Rush for now. So lange ist es ja noch gar nicht draußen, 5 Monate? Effectively Hi-Fi Rush's equivalent of a turbo mode. Can you explain that a little bit more? Yeah, early on, the team was like, how fast can we go? And in the game, we kind of settled at, you know, about a max 160 BPM. But this mode really takes it up to 200 BPM. But we sort of ease you in there. It's a gradual upgrade until it eventually gets so fast, you just got to sort of think on your feet and naturally react to the rhythm in the combat of the game.
I personally love that there's a lot of accessibility settings in the game too. It makes it so that you can adjust the game to your own comfort level. But this is a post-game challenge. It's meant for when you've gotten into the rhythm of the game. So I'm curious if you have any pointers on as far as how to tackle that challenge. As an action game, I think a lot of people want that sort of next level challenge, another way to use their abilities in a new type of environment. This mode does that by putting you at the high speed. But we also have multiple difficulties. We have an easy mode for people who want to experience what that's like, but maybe are not in tune with that sort of high difficulty that's accompanied with this. Ich hatte auf der casual, normal ja, auf der letzten Gamescom war es gewesen. Boah, ich weiß nicht mehr, welches Studio das war. Da hatte ich auch, die hatten mir einen Prototyp gezeigt von einem Titel, da das war auch so, dass das ist natürlich nicht spielerisch exakt das gleiche gewesen, aber da war auch der Fokus oder die Spielmechanik, dass du halt im Beat quasi kämpfen musst und die Idee finde ich grundsätzlich ziemlich cool. Aber mir fällt der Name des Studios nicht mehr ein. Das Spiel auch in dem, auch Jump'n'Run-mäßig oder war es ein Shooter? Nein, also und das war halt wirklich ein richtiger Prototyp. Ne? Da waren kaum Texturen und so weiter zu sehen. Ne? Das war halt quasi so eine Status-Pitch und die haben das halt entsprechend da so ein bisschen schon so grundsätzlich so ein paar Geschichten da reingebaut, aber das ist auch mehr so, ja, so ein bisschen aus so einer ISO-Sicht gewesen, so schräger ISO-Sicht. ISO. Ja, so wie die, ja, aber es, ISO-Sicht, ja, okay. Der Shooter ist ja rausgekommen, dieser Rock-Shooter, ne? Rock-Shooter? Wo man auch, ach, du meinst, wo man schießen muss. Hier dieses Doom-like mit Musik. Ja, genau. Da gab's, genau. Wie heißt das nochmal? Hell? Nee, irgendwas mit. Boah, Hell. Nee, nicht. Hell, Metal Hellsinger, so, ja, genau. Disco hat's wieder hier schnell gegoogelt. Ja. New poses for the characters. Wo ist er eigentlich? Ja, keine Ahnung. Er chillt wahrscheinlich. Ach so. Auf der Couch, okay. Ich weiß es nicht. Oder er sitzt auf der Toilette mit dem Handy und schaut sich da den Stream an. In conjunction with this release, we're also releasing a separate costume pack, which is a kind of take on what the characters would look like if maybe this game took place in a different time period. Ooh, a little tease. I like that. Ah, okay. Die Final Fantasy 16 Demo hat Priorität. Well, thank you again so much for coming out all the way from Japan to Showcase Extended, John. I'm super glad to be here. That's all we have to share about the new update for Tango Gameworks' Hi-Fi Rush coming soon. Now it's time for us to return to the second era of Tamriel in the Elder Scrolls Online. ZeniMax Online Studios debuted the trailer for their upcoming expansion at Showcase, and today they're here to break that trailer down for us. Let's hear what the team has to say about the Necrom expansion for Elder Scrolls Online. Ah, ja. Hey everyone, thank you so much for watching the Xbox Showcase. Oh, das erinnert mich an das Déjà-vu, wo ich im Kino eingepennt bin. And I'm CJ Greb, I'm the Project Art Director for Elder Scrolls Online. One of the really interesting things about the Elder Scrolls Interactive Online is it's different than really any other game out there. Ja, die haben das ja nicht, du warst glaube ich das Jahr das später da bei dem Termin. Und die haben da das gleiche, in der Business Area hatten sie ja den gleichen Stand, also das gleiche Kino dort gehabt. Aber ja, das war... Also ich würde es mal so sagen, ja gut, ich meine, das Spiel, das war natürlich auch nicht gerade sehr... dass man da jetzt irgendwie so interessiert. Aber ich glaube, wir hätten sie einen interessanteren Titel gezeigt oder irgendwie ein cooles Spiel. Ich glaube, ich wäre da trotzdem halb eingenickt, weil das halt... Das war wirklich, das war die bequemste Sitzgelegenheit auf der Gamescom. And you can of course always revisit lands that you've been to before. We've got Skyrim, Morrowind. Aber ich hatte das Problem auch bei, aber weniger, weil das Spiel langweilig war, bei Alien Isolation, wo ich den Termin hatte. Da war es halt auch etwas mehr abgedunkelt, war gut, klar, macht da Sinn bei dem Spiel. Und da war ich halt schon, ich glaube, das war irgendwie an dem letzten Messetag oder so, da war ich schon so durch und da musste ich mich echt anstrengen, die Augen aufzuhalten. Klar, also der letzte Messetag ist auch, also man merkt halt die ganze Woche schon. Das ist krass.
what you kind of see in the trailer is Mora kind of always on guard, always looking over and watching what's kind of going on. And you get to see some nostalgia in there as well from the Dragonborn DLC in Skyrim mm-hmm. with the yellow-green skies. Die leben sogar noch, Topware. Die gibt es noch? Ich dachte, die wären insolvent gegangen. Haben sich dann doch nochmal rausgerettet. Insolvent. Aber ja, keine Ahnung. Wer weiß, ich meine, da steht Quartal 2004. Ach, vergiss es. Aber ist doch noch vergiss es. Ja, aber ja, wo ich es gerade insofern sehe, Ravenscry, das war ja der Titel ja. gewesen. Und die Seite sieht aber auch aus wie aus... Ja, sorry. Ich dachte, das kommt ja, aber ich habe die 4 gelesen. Aber steht, kommt Q4 2014, also ist die Seite tot. We were looking at making a creature that would kind of. Aber so lange können die doch gar nicht tot sein. Okay, interessant. Aber dass die Seite dann noch. Yes. We've also got the Tavani Peninsula, kind of the Morrowind vibe. It's always fun to go back to this part of Tamriel because it's one of the most imaginative and sort of like visually expressive things that has ever been created for an Elder Scrolls world. And then of course, Necrom City itself. This ancient city that, you know, is rumored to have been built, you know, even before the Tribunal was even established. Right. Die haben sogar noch 2020 ein Spiel rausgebracht. Aber die haben sich irgendwie Moment, das war... Bis 2015 waren sie Topware Interactive AG und dann irgendwie 2017 Topware Interactive AC Enterprises EK. Und haben dann quasi nur noch 3 Add-ons zu Two Worlds rausgebracht. When do we actually get to play it? Necrom launches on Xbox June 20th, and we can't wait for everybody to get in there and see this amazing content that we've created. Thanks, everyone, for watching us during the showcase and watching us today. Lots of exciting stuff coming for ESO in the future. We'll see you in Tamriel. Yeah. Oh, wow. Hm. Ah. Wieder Pampers Zeit. Ja, ich weiß nicht. Also grafisch könnte... Ich meine, wenn es pixelig ist, ist es nicht mehr gruselig. Also wenn es dunkel bleibt, ist es gut von der Grafik aus her. Aber es scheint auch keinen realistischen Stil zu haben. Aber das scheint ja mehr so in Richtung paranormal... Ja. So, echtes Ghost Hunting Equipment. Okay. Also es ist quasi Paranormal Activity zum Spielen. Oder Ghost Hunter, die Serie. Mhm. Aber auch nicht unbedingt etwas, was man nicht schon mal gesehen hätte. Ach, okay. Ist ja da nichts. Ja. Deswegen kam mir das wohl so bekannt vor. IBS World News. IBS. Ach, Exoprimal, da habe ich drauf gewartet. Mein Gott. I'm ready. Gibt's jetzt noch einen Bonus-Charakter, dass wir wie bei Street Fighter den Master Chief gleich so in so einem Metall, silbernen Metall-Look bekommen? Soll sich übrigens nicht gelohnt haben, das Capcom Showcase live verfolgt zu haben. Okay. Ich hätte es mal durchgespult. サベージガントレットは内容が毎週切り替わる特別なミッションに5人で挑む世界中のファイターとクリアタイムを競うというモードになっています。ディノサバイバルとは違い、出現する恐竜やフィールドが遊ぶたびには変化せず、全世界のプレイヤーが同じ内容のミッションに挑みます。今回は恐竜が出現する位置にあらかじめトリプルスレッドを設置しています。 出現してきたら、このように、スカイウェーブのグラビトンケージと合わせて起爆。
Wieso kommen die Viecher durchs Portal? Jo, die Dinos haben wahrscheinlich Zeitreise erfunden oder so. Okay. Ich habe keine Ahnung. Ich meine, die sehen ja nicht intelligent aus, so die können die Zeit reisen. Ah gut, da fragst du jetzt nicht, aber... Ja, vielleicht steht doch jemand anderes dahinter, der sie halt durch das Portal schickt. Oder so, keine Ahnung. Aber es macht auch... Ja. Also es scheint ja irgendwie so eine Art Backstory zu geben, und dann hat er ja, glaube ich, noch so CGI-Storytrainer. Ah, guck mal, Endfilm endlich dabei. Aber es macht ja wegen Exo halt auch Sinn, weil es ein Exoskelett ist, ne? Ja. Hat sie jetzt die Waffe? Also das hat aber lange gedauert, dass man die Waffe gewechselt hat. Okay. Boah, da ist mir auch mal auch zu viel los auf dem Bildschirm, ne? Also auch die, das Ganze hat. Ja. Boah, das ist für zu viel zu überladen. Finde ich auch, ey. Mega unübersichtlich. Ja, da ist das Blau, hier ist oben ein großer Kreis, dann kommt noch ein... Der riesengroße Radius da, ey. Ja. German Edition rausbringen. バリアントスーツはデフォルトのエグゾスーツとは異なる性質の武器を装備しており、戦い方が変化したスーツです。デフォルトのデッドアイはアサルトライフルを装備していますが、デッドアイアルファは、あ、だしとおしずのセンボックス、え。ショットガンとバースト射撃を切り替えられるバトルライフルを装備しています。敵との距離に応じて敵を切り替えながら戦います。Die Dinos sehen aber auch nicht sehr, die sehen sehr plastisch aus. Mehr so wie Spielzeug-Dinos. Ja, und auch die Animation, also weiß ich nicht, irgendwie. Ja gut, wenn man jetzt einfach nur drauf losballern möchte und irgendwie kaum nachdenken, dann wird man da sicherlich schon seinen Spaß mit haben, aber. Was, wie so ein Durcheinander. Das wirkt auch teilweise so, als wenn die KI gar nicht weiß, was sie jetzt machen soll, wo sie jetzt hin soll. Ja, irgendwie. Ach so, Horden, Alien-Dinos. Na, wir sind wieder zu negativ eingestellt. Ja, ich find's. Ich kann nur das bewerten, was ich sehe. Ich find's aber chaotisch, also so wie du gesagt hast. Und hat mich jetzt überhaupt nicht abgeholt, eher abgeschreckt, aber müsste man mal anspielen. Ja, kommt da glaube ich schon nächsten Monat. Ne, diesen Monat glaube ich, Ende des Monats, ja. Juli. Ah ne, doch, nächsten Monat, okay. It's great to see the dedication from the team at Capcom and how they're building Exo Primal. Haben wir wieder die epische Musik. Gaming has the power to immerse us in worlds and perspectives we'd never otherwise experience. We can fight dinosaurs, transport to a dystopian future, explore the universe, and conjure magic. And we get to do this together, no matter where we are on the planet, the language we speak, what we look like, or our physical abilities. That is why it is both an absolute imperative and an incredible opportunity that games represent all of us. That is why we created the ID at Xbox Developer Acceleration Program to help underrepresented creators and stories in the industry. Also ein paar Indie-Titel können sie auch noch zeigen. We call it DAP. Ja. DAP already includes more than 100 emerging developers, and they've launched 30 incredible games like A Space for the Unbound, Validate, and Hoa. Ja. And there are many, many more. Das habe ich übrigens durchgespielt, das Achievement Monster. Ach, das war das. Ja, ich hab ja gesagt, ich wollte nur mal reingucken, aber ich hab's jetzt irgendwie dann wieder vergessen. Oh. Aber nicht wieder so ein Sizzle-Trailer, wo so ganz kurz so viele coole Dinge sind, wo du dir gleich denkst, so, da möchte ich aber gerne ein bisschen mehr von sehen, ne? Was ist das denn? Okay, crazy. Das ist das Rollenspiel, was wir gesehen haben. Mhm.
Okay. Ich schon mal was von auf Twitter gesehen. Ich weiß nicht, wie das heißt. Das finde ich auch ziemlich entspannend. Das haben wir auch gesehen. Ja, haben wir auch gesehen. Das kann ich nicht, kann mich nicht erinnern. Ich glaube nicht. Ach, das haben wir auf jeden Fall auch gesehen. Hm. Hä? Ah, Max Payne! Ja. Das war die Max Payne-Animation, die Bullet Time von früher. Ach, Twitch muss hier wieder hier Bannerwerbung reinhauen, ne? Das war wieder klar. Der Flight Simulator. Ja. Na, die Jacke hätte ich auch schon irgendwie gerne. Ach, komisches Color Grading. Ja. Das stimmt. Ah, was ein Zufall, dass er sich da oder die gleiche Jacke anhat. Aber ist schon sehr dunkel, ey, wirklich. Was ist da los, ey? Das sieht fast, sah gerade fast aus wie der Kölnsteg. ab zur ja. Xbox Boat Party. Ja. Das der Hangar bestimmt. What kind of aircraft are you storing in here? Dude, it's much cooler than that. Das ist ja so Trash B-Movie Schauspielerei, ne? Aber er ist auf jeden Fall ein cooler Typ, der Studio. Ja, stimmt. Heißt er nicht sogar Neumann mit Nachnamen? Ja, ich glaube, der heißt Neumann. Das ist doch bestimmt ein entfernter Verwandter von dir. Ist auch ein Deutscher, ja. Welcome to the world of Dune. This is incredible. Come on, I want you to meet someone. Hey, how's it going? How are you, man? It's good to see you. Good to see you. Paris, I would like to introduce Patrice Vermette, Academy Award-winning production designer of Dune. It is very nice to meet you. I'm a huge fan of Dune. Now, Patrice, can you tell me, what is this place? Well, this is the warehouse where we actually keep most of the props and the set deck elements that we used on Dune Part 1 and Part 2. Ja, ist witzig, ne? Die ganzen Sachen müsst ihr irgendwo hin, ne? Ja. Ja. Ja, aufgebaut werden. Ich glaube, es ist ja auch leider so, dass bei vielen Filmen so im Nachgang auch viele Sachen einfach zerstört werden, ne? Weil halt auch Platz, muss ja gelagert werden, Lagerfläche kostet ja auch, ne? Und wenn jetzt zum Beispiel jetzt nicht, weiß auch nicht feststeht, dass da jetzt irgendwie ein Nachfolgertitel oder so rauskommt, da wird ja auch nicht jedes Kleinzeugs dort aufbewahrt. You guys want to take a look? Because we actually do have a couple of ornithopters here. If you want to see, you want to take a look. That would be awesome. Yeah, let's do it. All right, let's do it. All right. Let's go. Look at this. It's a one-on-one real-sized ornithopter. It's amazing. Sure, thank you. Denis likes things to be. Ah, soll mal zeigen, dass das Ding auch wirklich fliegt. Rugged and stealth. Now here's the most important question. Were they built to fly? Mm-hmm. Funny you mentioned, because I've been asked that question on a couple of occasions. No, they don't fly. They are heavy. They're 11 tons. So Jorg, you had to get this working in the game. How did you do this in Flight Sim? Yeah, it was actually interesting. So in general, ornithopters can fly and do fly. This particular one, given that it weighs 11 tons, that's going to be a little bit harder, specifically because it's not really doing the ornithopter bird flap. It does oscillation of the blades, and we currently don't have the material science to get the thrust and the lift. But on Arrakis, I think this is absolutely possible, and in Flight Sim, we made it work. Patrice, we're here. Can we go in? Absolutely. Right, so und geil sieht's ja aus, ne? Aber 11 Tonnen. Yeah, so what's cool about this, Paris, is that all those buttons are actually realistically hooked up to the system. Master engine switch, what you're doing there above those, the red, are basically all the lights. And as you notice, it's all analog, because in the world of Dune, there's no thinking machines. Thinking machines have been illegal for 10,000 years. Yeah, that was actually fascinating when we implemented it. Because it's a science fiction, we thought, oh, it's glass cockpits, yeah. Everything's going to be computerized. Like, none of it. This is a very practical helicopter.
almost like from the 1960s. So Jorg, in the first movie, the Thopter was able to do a lot of cool moves and maneuvers. You're going to be able to reproduce that in Flight Sim? Oh yeah, totally. I mean, the really cool design that you guys came up with is each blade is independently controlled. So each blade has its own... Geht aber auch irgendwie schon wieder zu lange. That means you can go also from a really stable hover to a steep dive and back to a glide instantaneously. I would just say thank you that you designed such an awesome and realistic machine, because that's what we do. We bring realistic machines to life. But if you want to see a little bit more about the game design, absolutely, I have something for you. Absolutely, I'd love to see. All right, so the setup for this expansion is that you are an Atreides pilot on Arrakis flying an Ornithopter. Here is what we built. We basically built this section of Arrakis. Here's the capital city of Arkeen. Mm-hmm. Here's a botanical garden. We have that as well. And the first thing we do is we train you up. The fast takeoff, fast landing, and then the deep dive. Also cool mit den Animationen, ne? Ja, ist auf jeden Fall definitiv interessant, dass man da jetzt so ein Fluggerät hat, unabhängig davon, ob das jetzt von Dune ist oder sonstiges, dass man da ein bisschen was anderes mitmachen kann, dass jetzt halt weniger in Richtung Realismus geht, also zumindest gut, man versucht das halt anhand, wie das Gerät geschaltet ist, das realistisch darzustellen, aber wieso nicht, also... I don't know what they eat on Arrakis, but this is Budapest, and I hear they have excellent goulash. I know a place. Let's go. Ja, Goulash. Erstmal schön Goulash essen. Oh, das sieht ja gut aus. Oh, so marbelmäßig, da hab ich Bock drauf. Ja, geil. Das ist cool. Und auch dieser Transformer-Mix da. Das, was ja, ich dann... So ein bisschen Wechsel wie bei Metroid, aber halt. Okay. Ja, es wird wahrscheinlich dann auch so ein Twin-Stick-Shooter sein. Ich gehe offen aber dieser Wechsel, den als in eine Murmel oder eine Kugel hinein, der ist schon ziemlich cool. Ja. Go Mecha Ball. Okay. 2024 erst, okay. Oh. Ah, okay, als Ball kannst du auch, also als Kugel kannst du auch angreifen. Okay. Ah, mega. Gefällt mir richtig gut. Das gefällt mir auch gut. Ach, das hast du ja gespielt. Fandst du ja nicht gut, ne? Ja. Also, ja, was heißt, fand ich nicht gut, also, Souls-like sind jetzt nicht mein Ding. Also, ich hab's jetzt nochmal gemerkt, ich meine, das letzte Souls-like, was ich vor Lies of P gespielt habe, das war Dark Souls 2 oder so. Okay. Und, das hat mich halt auch nicht abgeholt und, kein Dark Souls, kein Bloodborne, kein Elden Ring hat mich nochmal in dieses Genre gepackt und da jetzt die Demo erschienen ist, dachte ich mir, okay, spielst du mal rein. Aber ja, da muss man schon Lust drauf haben. Ne? Es ist halt Lernen durch Schmerz, sage ich mal. Ist aber grundsätzlich natürlich ein cooles Setting. Also, dass man so, ja, dass man jetzt quasi vor allen Dingen Pinocchio als Grundlage nimmt, um Souls-like zu machen. Das ist schon verrückt, ja. Fable Arts. Fable Arts is a special combat skill that can be casted by consuming Fable Slots. Fable Slots can be charged again through combat. Select your own special skills. Oh, die Ladebalken sind, also die Lade, die Gesundheitsbalken sind aber schon ziemlich lang. Ja, wobei es, also zumindest in der Game-Mode gibt es zum Beispiel am Anfang sehr viele Gegner, die kannst du relativ einfach, aber vor allen Dingen in der Masse macht es dann halt auch wieder so weit aus, dass da schon aufpassen musst. Also auch gerade wenn welche dann wieder von hinten kommen oder so, also einfach so durchrushen ist halt da nicht, ne? Aber gut, das ist halt bei einem Souls-like so. Das fand ich mega gruselig, die Nummer auf dem Kopf. Boss seems too intimidating. You might want to get help from a specter. In boss matches,
You can summon a specter. Das ist mega gruselig, das Vieh. Ja, das möchte ich auch nachts nicht in meinen Träumen begegnen. The P-Organ is a system that allows you to upgrade your character. Okay. Use quartz to optimize P to your liking. Within the P-Organ, you can select which slots to unlock depending on your preference. There will be times when you will be confronted with choices where you can give comfort to others in sorrow or despair by lying, or you can choose to tell the truth. Carve your own path. Meet Liza P on Xbox One, Xbox Series and Game Pass, coming to you this September 19th. Yeah. At the heart of Hellblade is our ambition to sink you into Senua's world. Social media ninja, sehr geil. Will Potter. Das ist der Bruder von Harry Potter. Du hast jetzt lange für gebraucht für diesen Move. Is our use of performance capture. Ja, mein. Bei der Wärme arbeitet mein Gehirn nicht so schnell. Ich meine Lesebrille, was? What I want to achieve on stage is to get the best performance and best storytelling from the actors and then to get. Was ist das denn für ein Shirt? Ist das ein Hase? Hasenohren? Das sah so aus wie ein riesiger Hase von hinten. When we were shooting the scene from the Xbox showcase, it was quite a somber mood on set because that was. Bin ich über, also wenn ich das nochmal sehe im Nachgang, dieser Gesichtszüge sind so gut, ja. Ja, das haben sie auf jeden Fall drauf. Die haben auch echt viel Geld investiert in die ganze Motion Capture Geschichte. Die haben ja auch nach der Übernahme ein komplett neues Studio bekommen von Microsoft. Hier. So eine Art. Das ist ach so. Ach so. Und ich sag mal so, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt schon vor der Übernahme schon in Planungsphase war oder so, aber ja. Du meinst jetzt einfach nur ein Studio, nicht die Mitarbeiter sind auch da. So, hier ist das Studio, ne? Doch. Also die haben komplett, ja? Also nicht nur, krass. Jetzt kein, nur, nicht nur ein Motion Capturing Studio, sondern halt, die haben halt ein komplett neues Game Studio, also ne, wo sie halt arbeiten bekommen mit allem drum und dran. Mit so einer Schleife übergeben, so hier. Die Mitarbeiter sind auch schon drin. Ne? We shot the first Hellblade in the boardroom of our old studio. It was very MacGyvered together. Wow, ist das aufwendig, ey. The new studio we have. Vor allen Dingen, ja, sie man. War ja nie eine Schauspielerin, also sie ist ja irgendwie durch Zufall halt da reinkommen, weil ich weiß nicht mehr, welche Position, ich glaube, sie hat irgendwie Kamera oder auch irgendwie Social Media irgendwas für Ninja gemacht und dann hatte sie irgendwann mal damals, wo das mit Hellblade 1 anfing, da irgendwie als Testperson, wo sie glaube ich noch eine Person gesucht hatten, hat sie halt quasi Aufnahmen gemacht und das hat ihnen halt so gut gefallen, dass sie dann halt schlussendlich ja, schon so we've got ich ein bisschen cameras this time around, kind of top of the line at the moment. And in the kind of space that we have downstairs, we have nearly wall-to-wall coverage, which is really impressive and is not something that is common. It's certainly a step up from a few cameras set up in a boardroom. With our setup, we can push even further on our ambition of bringing through as much of our actors' performances as possible into the game, even down to the most nuanced of movements. So when you've got a optical system like ours set up and calibrated well, you can track performers' movements down to the millimeter. So we can see somebody shuffling their finger along the table, wow. Or just wiggling them very gently. You can see hesitation and breath. You know, there's no need to push the action and overact. You can just be your character. I'm here now. Oh, die ganze Zeit das Grün im Gesicht, das muss so anstrengend sein. Ja, ich glaube. Aber gut, dann gewöhnt sich wahrscheinlich auch dran, ne? Also wenn ich jetzt hier so ein Spotlight in mein Gesicht habe, in die Kamera, wenn ich irgendwie gucken, also kann ich mich nicht dran gewöhnen.
Vielleicht blendet es das irgendwann aus. Gut, ich, wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich jetzt mich nicht dazu entscheiden, dort grünes Licht ins Gesicht geballert zu bekommen, aber was mega. Muss, das muss, ne? Wow! Übel, also das muss man, krass. Ey, ist das krass, mit welchen Mitteln die das alles gemacht haben. Ja, da steckt auf jeden Fall viel Leidenschaft hinter. Es ist schon man geil, muss auch diesen Ideenreichtum haben, zu sagen, okay, wir simulieren das jetzt quasi so, ne? Ja, das ist ja echt cool. Also wäre ich jetzt nie drauf gekommen. Ich dachte, es ist motorisiert oder es ist einfach reingeschnitten worden, ne? Aber das ist tatsächlich... Wow. The most important part of my role is to make sure that story gets told. And geil, having also, these wonderful actors we're working with bring their talents to bear on these characters has been such an amazing experience. Cool. Auch cool, dass die auch so ein komplettes Full-Video haben auf YouTube. Die machen ja schon mega. Seit längerem regelmäßig gibt es solche Behind-the-Scenes Geschichten. Also lohnt sich auf jeden Fall anzugucken dort. My name is Larry Herb, Xbox's Major Nelson. Welcome, welcome to FanFest. I'm excited to be here. Here we go. Let's roll that video. Hm. Boah, die Schlange. Er macht das bestimmt auch noch so lange, bis er in Rente geht, ne? Er muss überlegen, wie lange ich er schon dabei auch. Ist, ne? Und das, obwohl er auch seinen kurzen jetzt hat, ne? Nach 2 Jahren, glaube ich. Ja, der erlebt das. Heftig. Ja, es muss anstrengend sein, erstmal Papa sein und nebenbei noch. Er war ja, glaube ich, vorher, irgendwann hat er es mal gesagt, er war, glaube ich, vorher mal Radiomoderator, bevor er halt hier die ganze Geschichte bei Xbox gemacht hat. Ich hätte mir beim Sport vorstellen können. So EA NHL Hockey 25 oder so. Ja, so als Sportkommentator. Ja. Witzig, dass er. Das war ja dieses Jahr in Polen gewesen, ne? Also jetzt hier in Europa. Echt? Nicht in Mexiko, weil das alles so frisch war mit Star Trek, Starfield und so? Also es gab, also gut, in L.A. gab es eins, in Polen und ja, ich weiß jetzt nicht, ob es ja jetzt noch, kann vielleicht auch sein, dass im... Ach gut, sie zeigen es ja auch gerade, da steht ja gerade, wo das insofern war. Also die haben es ja in mehreren Städten. Geil. Ach komm, das ist ja geil. Mit dieser Bar. Ja, die lassen sich schon immer was einfallen. Und die Fanfest-Trikots hätte ich auch gerne mal, dieses Fanfest-Trikot. Gibt's das noch? Ich würde mal vermuten, dass man in dem Gear Store wahrscheinlich irgendwas wieder bekommt. Ey, ist mega cool, ey. Die Bongo ist auch dabei. Oh, für die habe ich lange nichts mehr gehört. Honestly, I've never felt so good to be part of Xbox in my life. I'm just wandering around, I've been talking to people and everybody is so excited about what's to come. We really put a lot of emphasis on empowering creative risk and then there's so much excitement for what we're going to be able to deliver going into 2024. And even games in 2024 that we haven't talked about yet. So our mission, our strategy is to bring the joy of gaming to everybody, no matter where they want to play, how they want to play. And I just feel schon süß, so ein Serious S kissen. Ja. We get to be the ones to build those games that are going to be at the center of no matter what we do. Echt witzig. Oh, dieser Automat, wo man sich hier so rausholen kann. Nicht gut. Mega. Hi, I'm Sebastian and I'm the community manager for Light Your Frontier. Today, I'll be playing with Kelly, Anita, and Carolina to explore the new multiplayer features Light Your Frontier has to offer. Good morning, good morning, good morning. Hey guys. Hello. Building up the base we started home office yesterday. Party. We'll need more resources and it'll be faster if we work together to collect them. Can two of you work on that? Yeah, irgendwie mag ich die Farbpaletten. Oh, guck mal hier, da haben wir schon ein bisschen auf Titanfall. Thanks, it's my favorite color. Light. Ja. Aber gut, man ist jetzt gerade nicht wirklich schneller unterwegs, als wenn du laufen würdest, ne? Also ich hoffe, man kann mit den Macs noch ein bisschen mehr machen. Ja, für irgendwas werden die wahrscheinlich sein, aber Gegner vielleicht? Great, I'll see you in a bit then. What do you want to focus on gathering, you think? I can get wood to start with, and then you can help me get some aluminum.
I'll get some stone also then. Oh, okay. That should cover a lot of what we need for crafting and building. Ja, von innen Once aufgesaugt. We've finished, let's head back and help with the buildings. Yeah. We supply to the rescue. How's it going, Abba? Ich hätte einfach einen Strohhalm gemacht. Also so direkt sehe ich jetzt aktuell nicht den Mehrwert, außer dass es vielleicht cool aussieht, dass man, warum man jetzt einen Mech hat. Ich hoffe, man kann auch ein paar coole Dinge mit den Mechs machen. Außer halt nur diesen Hook raus. Okay. I'm done up here, so I'll come join ya. Oh, my inventory is getting full from this harvest. I think we should build some, like, silos or crates to store it all. Okay. Yeah, we should probably build a fence around those two as well so we can protect the harvest. Protect our for wem? Yeah, let's get on it. Here we go. I'll help with the silos next. Muss ja für die Gegner sein, wenn was von Protect sagt. Yes, please, oh my gosh. Fantastic. Werden die jetzt noch gebaut, die Dinger, oder sind das erstmal nur Blueprints? Ja, sind, ja, achso, okay, du musst dann in dem Fall dann aussteigen und dann, da kann der Mech natürlich dann nicht weiterhelfen. Da musst du mit deiner Exo-Axt raus. Okay. Hey, everyone, I was going for more materials and I found some ruins over there. Really? Jump in your mechs and come see this. Oh, wow, what is this? Look at that. This is so cool. That door is huge. Wow. I wonder what's inside. Ja, Gespräche, wie sie wirklich stattfinden würden. Let's head back to the base and see what we can do. Aber ich habe noch nicht ganz verstanden, wir müssen protecten, aber ich habe nicht gesehen, wovor. Mal gucken. Bisher sah es sehr, sehr friedlich aus. Ja. Oh, 10 neue Innenspiele. Au. Ah, geil. Sieht schon wieder gut aus. Das sieht schon wieder gut aus. Ja. Little Kitty Big City. Ja, Katze. Das ist Fließband-Ding. Nee. Ah, nee. Da haben wir es wieder. Gibt's ja nicht. Na endlich. Was sind jetzt unter Xbox? Scheinbar. Dann willst du das erklären. Ja gut, das muss ja jetzt nicht heißen, das ist jetzt exklusiv. Das ist ja... Zumindest halt läuft das... Kann natürlich sein, dass das Konsolen zeitexklusiv vielleicht kommt oder so. Aber da mal ein Release-Date wäre mal nicht schlecht. So lange wie das, da fragt man sich halt auch, ne, wie kann das finanziell sich überhaupt rentieren, so lange wie so viele Jahre, wie das jetzt schon gut klar, ich meine, von der Machart aus her weiß man, kann, versteht man, okay, das, sowas, das dauert halt lange, so wie sie das halt entsprechend ja. Ja, mit der Hand alles an, ja, absolut. Harold Hollywood. Und in Game Pass, also müssen die Deal haben. Every year in our showcase, there's one game that das Shirt ist aber auch geil. I'm very interested in. This year we got to announce 33 Immortals from Aber irgendwas ist mit dem Color Grading heute auf. Nee, das ist kein Color Grading, der wurde geschminkt. Ja, aber das ist alles echt geschminkt. Die Farben sehen alle so im Gesamten so komisch. So we're gonna jump in. Alright, let's okay. Jump in. Let's start playing. Stimmt, ja. 33 Immortals. Phil spielt von Also was heißt live? 33 players. Ja, Phil spielt jetzt. Damn soul must rebel against God's. Geh mal her, allerdings. Ich mach's aber. Das finde ich schon wieder gut. Wäre aber auch cool, wenn er so sein eigenes Spiel so vorstellt. Ja, ich habe jetzt die letzten drei Jahre. Ja, Phil, da gucken. Ja. Phil und Will. Das finde ich gut, dass er da mitzockt. Guck mal her, das Ding. How did you come up with 33 players? We were searching for a significant number where we can all play on the screen. Yeah. We stayed together on the screen, so 33 felt good. 32 felt good. But as the game is inspired by the Divine Comedy, the medieval poem from Dante Alighieri, written in the 14th century. And this poem has three sections. Inferno, Purgatorio, Paradiso. Each section has 33 chapters. And so we say, oh,
Let's do 33 players. I love it. 33 immortals. Man, I love what you said, Will, that when you guys started this game, there weren't even 33 people at the studio, so you didn't have enough people in the studio to fill out the full roster of the game. Yeah. It's just such an awesome point. It's a challenge. It's a challenge when you're trying to do that. I love it. Okay, so no two runs are the same. We are actually spawning in a different position, a different situation. We are in the cemetery. If you hold the left trigger, the world map is going to show up. And nice. We can see that we are 33 right now, actually, in Inferno, but we are scattered around the world. Oh, we're not all in the same place. Yeah, because we all have to complete torture chambers. Got it. To make the game progress. Ah, I understand. Okay. And we are located at the southwest of Inferno. Yeah. And so the closest damit's nicht ganz so chaotisch. Is to the east. Okay. So let's go there. Got it. Okay, let's continue down south toward the first torture chambers. This one, I have a good feeling for it. Okay. The soundtrack, what's going on? The music's kind of cool. Thank you. This is Max LL, who's actually done the music on all of our games. And you're in Montreal. We are in Montreal, yes. Close to one of our XGS studios in Compulsion. Yes. Also in Showcase. Yes. I love the community of game creators in Montreal. Absolutely. It's always important to be well surrounded and all that. So we didn't talk about your first game, Spiritfarer. Yeah. Well, I loved. I thought it was fantastic. Thank you. Yeah. That was great. Ach stimmt, die haben ja Spiritfarer gemacht. Dass er wirklich Gamer ist, ne? Das ist schon. Also so ein Aktenträger, ey. Jim Ryan würde sich nirgendwo so hinsetzen und. Wer weiß, ob er überhaupt mit Augen zu die richtigen Tasten treffen würde. Unser Jim Nocchio. Vermutlich nicht, nein. Oh. All right. What do we do? So we have completed a torture chamber, so we have achieved a first step. In I got left behind. That's what you're defying. Saying. God, yeah. Oh, they're back on us. Whoa. Well, we got to face the wrath of God. Careful. Oh, no. Dash. Run away. I can't. I have like zero health. New torture. No, I got to get out of here. Where are you? Well, why weren't they in the torture chamber trying to help us? Was war echt übel. Okay, these range. God is getting angrier. Yeah. Whoa. We're getting hammered right now. Okay. Come on. Okay, here's a guy. Can you revive me? Yeah. Just stop moving. That's good. One up. Yeah, I'm up. Okay. Ich kann mir wirklich richtig vorstellen, so eine Pizza reingeballert, ey, und dann erstmal Controller in der Hand. Familie ist aus dem Haus, ciao. Ich habe mir das am Anfang ziemlich unübersichtlich vorgestellt, aber gut, wenn du dann natürlich dann so eine Masse an Gegnern hast und dann mit, bis dann halt im Set mit so 10 Koop-Partnern, dann kannst du dich natürlich da gut aufteilen. Don't mind me, the wandering soul. Save me, please. Also, ihr müsst ja alle zusammen auf ein Ziel hinausarbeiten. Das ist ja maybe schon ganz gut gemacht. I mentioned I'd never played before. Oh no, I died too. Oh my. Okay, hopefully the team can carry us. But we are not alone. There's a lot of enemies in this small space. Gonna try to not move. Okay. Don't move, and hopefully someone. Ja. Asko schreibt das auch gerade. Wo gibt's das, dass der Oberchef mit den Leuten erstmal irgendein Indie-Game zockt und voll drin ist? So, this is the last step. Nicht bei der Konkurrenz. Gut, bei Nintendo könnte ich mir das auch vorstellen, gerade auch hier unser guter Reggie. Aber, ja. Now we've ascended. Ja, stimmt. That was first. Chapter of first ich glaube, die PlayStation 5 von Jimmy, die hat schon Staub gefressen. Die ist nur eingepackt so bei ihm zu Hause. Würde mich mal interessieren, wenn man jetzt mal zu ihm persönlich nach Hause gehen würde, irgendwie so, was ist ich hier, IGN Crips. Ja, warum gibt es sowas nicht? IGN Crips, dass du halt quasi wie damals MTV Crips dann einfach zu den Leuten aus der Gaming-Branche nach Hause kommst. Und dann halt mal zu Jim Nocchio nach Hause und dann mal gucken, was er so an seiner Jim Nocchio was er dort an im Wohnzimmer so stehen hat.
Well, best of luck to you and the team. I love gaming. Und dann kommt so aus dem Schornstein raus die Nase. Guck mal, wie er lügt, ey. Thank you so much. Thank you so much for having us. Thanks for watching Showcase Extended. I love these opportunities to show more about everything that we saw in the showcase itself. Aber ging trotzdem schnell rum die Zeit. Ich hätte irgendwie tatsächlich noch mitgerechnet, dass sie irgendwie Age of Empires 4 für Konsolen nochmal irgendwie announcen dafür, aber gut. Danke fürs Zuschauen. No. Ja. Aber es ging schnell vorbei, die Zeit. Hat mich jetzt nicht gelangweilt gefühlt oder so. Also jetzt sonst so, ja, kommt halt mir das nächste. Das war schon mal schlimmer. Also, ich fand jetzt von dem Content war das halt recht interessant oder aufschlussreich. Ja, aber gut, ich meine, man hat ja jetzt auch nicht, sie haben ja jetzt auch nicht im Vorfeld irgendwie groß Sachen versprochen, die einen erwarten. Ja. Daher, also, ich meine, es war ja auch, dass man jetzt hier jetzt ein DLC zu High on Life ist ja auch, finde ich auch ganz cool. Da noch ein bisschen mehr Content bekommen. Ist ja auch vor allem Dingen, ich glaube, das war das bestgestartete Third-Party-Titel im Game Pass, als das gelauncht ist. Hat auch ein komisches, ich glaube, letztes Jahr ist es im Dezember erschienen, ne? Das war jetzt auch nicht so. Ja, das war noch gegen Ende des Jahres, das weiß ich so auch noch nicht. Ja. Gewesen. Mhm. Ja. War ja auch. Hat den guten Humor, das Gameplay ist witzig. Zieht sich auch so durch das Spiel durch. Ich habe ja nicht so weit gespielt, aber ich habe gerade die erste Gegnerin besiegt, also diese Hexe da, was das da war, wo ich ja schon eher 3 Versuche gebraucht habe, weil das doch schon unfair war ab der dritten Welle, ey, von ihr. Aber hat sich so durchgezogen, der ganze Humor. Das war echt mega gut, was ich da gespielt hatte. Ich fand's echt. Ja. Nice. Ist doch die Hexe gewesen, ne? Die erste Mission da noch. Ja, das. Also irgend so eine komische Hexe da war das noch. Hast du denn das Messer schon bekommen? Ja, es war das. Ich glaube, das ging auch darum, dass ich das befreien sollte. Ach, das war in diesem Container, in diesem Silo gewesen, ne? Ja, genau. Ja, okay, ja, gut, das ist tatsächlich relativ normal. Und er so von wegen so, bring mich um, nimm mich mit und so, ja, ich helfe dir und sowas, ne? ist halt witzig. Das muss man sagen, also. Ja, da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Aber das Highlight war ja eh Harold Halibut, da nochmal ein Lebenszeichen von zu sehen. Ja, wir hatten nur letztens drüber gesprochen, vor 2 Wochen, glaube ich, oder vor einer, das weiß ich noch. Ja, ist noch gar nicht so lange her. Was mit dem ist und so, und jetzt, zack, Game Pass. Ah, okay. Ja, vielleicht werden wir vielleicht nochmal auf der Gamescom sehen. Dieses Jahr. Ja. Cool. Mal sehen, ja. Das war's dann erstmal mit den Showcases für diese Woche. Wobei ich glaube, irgendwas Kleines kommt. Ich hatte irgendwie nochmal gesehen, ich habe ja hier den privaten Kalender von Jeff Keighley abonniert und außer hier, ich werde jetzt hier keine privaten Termine leaken, aber nee, was war das nochmal? Ich hatte doch heute, wann war das? Ach, Dames for Games, keine Ahnung, was das ist. Ach, 22 Uhr, okay. Dames for Games. Irgendwas ist auf jeden Fall heute noch um 22 Uhr. Wird wahrscheinlich auch irgendwie nur was Kleineres sein. Aber das nächste Showcase haben wir dann am 29. mit dem, ja, dem Annapurna Showcase. Das ist doch nett. Ist doch auch gut. Ja, das, also Annapurna, die haben ja immer ein cooles Line-Up. Also das kann man. Wie viel Uhr war das schon fest? Moment. Ist das zu einer christlichen Uhrzeit? Ja, 21 Uhr, das geht ja. Ja, Stunde, ja. 21 Uhr, da. Das geben wir uns dann sicherlich auch nochmal. Ja. Ja, auf jeden Fall. Ja, vielleicht lassen wir uns noch was einfallen und streamen dann im Sommer noch irgendwie von draußen in einem Pool, irgendwie mit Pool oder so. Pool Gaming, kein Plan. Den ganzen Elektro mit der ganzen Technik da drin, streamen wir halt einmal. Noch, ne? Unter Wasser. Ich kann mir das richtig vorstellen. Bubbelnd. Ja, man kann ja sich einfach so irgendwie so in so einen Glascontainer irgendwie unten mit Luftzufuhr von oben
hätte zumindest eine coole Aussicht. Das auf jeden Fall. Also, schön bei My Wellness einquartieren. 3 Stunden. Können wir mal anfragen, vielleicht. Challenge accepted, ab in eine Sauna, ey. Und dann mit Controller rein und Display. Boah, in eine Sauna zocken, ey. Boah. Ja, dann noch irgendeine Challenge diesbezüglich. Ja. Boah. Ja, durch das und irgendeiner sitzt da und wedelt die ganze Zeit den Fernseher frei. Wie viel Suppe hält der Controller aus, ey? Ja, weil er schwitzt, hat verloren, ey. Ja. Ja, Challenge accepted. Zwei VR-Brillen und das Aquarium. VR und dann noch in der Sauna. Alter Schwede. Ja. Ja. Aqua Edition. Also anschauen würde ich es mir. Aus den Seiten. so viel Wasser kannst du ja währenddessen nicht noch zusätzlich. Ich meine, es ist ja schon eine Sauna an sich. Ich meine, du hast ja letztens schon gesagt, du hast das. Die PlayStation VR 2, seitdem ich sie auf hatte, ja nicht mehr benutzt. Und du weißt ja gar nicht mehr, ob die überhaupt noch geht, ja. Ja, ob die noch geht oder noch existiert. Ihr habt ja Wäscheständer aufgehangen erstmal. Ich fand das ja noch so geil, wo Vanessa da saß und ich so meinte, willst du mal spielen? Und dann gucke ich da so rein und sie denkt mir so, nee, das willst du, glaube ich, doch nicht. Und sie so. Ja. Das war gut, ey. Ja, das ist noch irgendwie so ein Ding. Warum gibt es nicht irgendwie so, dass sie da irgendwie schon so irgendwie so einen Ventilator gebaut haben? So, das wäre doch eine coole Sache. So einen ganz kleinen, so irgendwie, wenn es nur so ein kleiner minimaler Luftzug ist. Oder so ein Kondenswasserbehälter. muss er alle 5 Minuten einmal leeren. Oh, mir brennen die Augen. Oh, Schweiß. Ja, okay. Oh, ey. Ja, sieht so aus, weil die Bindehautentzündung jedes Mal mit dem Grundroller, ey. Rote Augen, Ventilator. Geil. Oh, das ist echt super, ey. Boah, schön. Ich fange schon vom Lachen an zu schwitzen. Ja, schon geil. Ja, gucken wir mal. Ja. Ja, ich muss mal gucken. Ich reklamiere die einfach. Was machst du? Ich reklamiere die einfach. Ach so. Nachdem sie erstmal schön durchbenutzt ist. Nur 3 Sessions Star Wars gemacht, vor allem Triefen beim Verpacken und Wegschicken gebraucht. Aber du, es gibt solche Leute, die machen sowas. Ne? Also ich will jetzt nicht wissen, gerade ne, wenn du so im Retourengeschichte hier mit Kleidung und so, will ich nicht wissen, was da für Bremsspuren unterwegs sind. da wird es bestimmt auch Leute geben, die so eine VR-Brille. Ach ey, geil. Unglaublich, ja. Boah. Ja, es wird auch langsam echt zu warm. Zeit, ja. Dass wir irgendwie wieder in den Herbst kommen. Nun ja, nun gut. Noch nicht mal richtig da. Aber ja. Ja, aber es ist halt irgendwie ganz komisch dieses Jahr. Also ich weiß, ich empfinde, dass die Temperaturen auch irgendwie viel wärmer, als sie sind. Und das liegt sicherlich nun nicht nur daran, dass ich dick bin. Auch, aber ja. Ja, aber ist schon richtig. Ist schon wahr. Ich meine, ich war 1 Stunde spazieren und bin komplett verbrannt. Also normalerweise bin ich nicht so empfindlich. Ach, das ist kein T-Shirt. Ich war wirklich schon ja, krass. Ja, so richtig, ja. Ich bin so ein Schokogrossi zurückgekommen. Ja, mit Pusteln auch noch dazu, ne? So ein richtiger Crossi. Oben, ja, er kam weiß an, kam schwarz wieder. Ey, was ist jetzt nicht so passiert? Ja. Ach, Gott, schön, ey. Ja. Ja. Da werden wir uns noch ein bisschen die ganzen Infos insofern reingeben über die nächsten Tage. Ich glaube, da gibt es noch einiges nachzuholen. Es gibt auch grundsätzlich sehr, sehr viel Content, der jetzt auch noch während der ganzen Showcase und so weiter mit Previews und tatsächlich auch noch mehr Gameplay. Ich habe auch gestern zum Beispiel noch mal gesehen, da gibt es auch schon so am Stück Gameplay von The Crew offizielles. Kann man sich dann auch noch mal soweit geben. Cool. Ich weiß nicht, auf GameSpot oder so hatte ich das gesehen. Also ich habe es nicht wirklich gesehen. Die Hands-Ons, ne? Die Hands-Ons, glaube ich. Ja, ich glaube, das war IGN, GameSpot und Giant Bomb, glaube ich, haben ganz viel gemacht. Stimmt, das müssen wir auch nochmal gucken. Ja, richtig.
Ja, da gibt es auf jeden Fall noch ein bisschen was nachzuholen, um so, sich so ein bisschen ein bisschen von diesem alten E3-Feeling noch nach Hause zu holen. Ja. Ja, das machen wir auch gleich noch. Also muss ich mir auch mal ganz kurz angucken. Genau. Jo. Ja, vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank für Danke alle, auch. Die dabei waren, zugeschaut haben. Wir sehen uns sicherlich in Bälde wieder. Das wird nicht das letzte Mal gewesen sein. Wir lassen uns auf jeden Fall noch was überlegen. Ich denke mal, man könnte sicherlich auch noch ein bisschen Content über die nächsten Wochen füllen, wenn man jetzt irgendwie so sagt, okay, es gibt ja viele Demos, die erschienen sind, dass man da sich da gewisse Titel anschaut und da dann irgendwie abendfüllend einmal die Woche irgendwie, das hatten wir ja schon mal vor 2 Jahren gemacht, dass man da das Ganze noch ein bisschen fortführt und spätestens, aller spätestens zu den nächsten Showcases werden wir dann auch wieder live sein. In diesem Sinne, ich bin der Chris, adios amigos, ciao, ciao und tschüss.